Jeder Euro investiert in die frühe Kindheit kann dem Sozialstaat später zwischen 6 und 17 Euro zurückbringen. So die Rechnung, die auf der zweiten österreichischen Fachtagung zu frühe Hilfen am FH Campus Wien aufgestellt wird. Internationale Studien zeigen, dass Interventionen in der frühen Kindheit besonders effizient sind. Das ist eine Präventionsmaßnahme, die schon bei den Eltern beginnt, sehr früh ansetzt und wo wir uns große Hoffnungen machen, dass das für die Zukunft in der Prävention viel bringt. Ich würde sagen, die meisten Studien, die wir haben, kommen eigentlich aus den USA. Dort ist das ein sehr großes Thema. Dann haben wir auch einige Studien aus Lateinamerika, auch aus Afrika, Indonesien. Aber es zeigt sich, wie gesagt, durch die Bank, dass der Impact, der Nutzen durch die Bank ein wirklich großer ist. Er ist signifikant. Und er hilft insbesondere den sozial schwachen Familien. Österreichs Antwort auf die internationalen Vorbilder? Frühe Hilfen. Ein Programm, das Familien in belastenden Lebensphasen von der Schwangerschaft bis in die ersten Lebensjahre unterstützt. So haben alle Kinder die gleichen Chancen, gesund aufzuwachsen. Uns ist es wichtig, sozial benachteiligte Familien, Familien, die besondere Belastungen haben, zu erreichen. Und unsere Daten zeigen, dass das gelingt. Aktuell werden ungefähr 750 Familien in ganz Österreich begleitet. Also es gibt zum Beispiel etwa ein Viertel von Alleinerziehenden, meistens Müttern. 30-50% der Familien haben Migrationshintergrund. Wir haben Familien, die in finanzieller Notlage sind. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu informieren und niederschwellig beraten zu lassen. Und das ist wichtig, dass es eben keine Krisenintervention ist oder eine Problemstellung oder Nachhilfe für Eltern, sondern einfach ein ganz offenes und neutrales Informationsangebot. Und das, glaube ich, können alle Eltern in Anspruch nehmen. Das Netzwerk der frühen Hilfen wird laufend ausgebaut. Derzeit steht bereits in der Hälfte der österreichischen Bezirke ein Angebot zur Verfügung. Um alle, die Bedarf haben, zu erreichen, wird neuerdings in vertrauten Lebenswelten angesetzt. Der Fonds Gesundes Österreich kooperiert mit dem Nationalen Zentrum Frühe Hilfen über seine eigene Initiative auf gesunde Nachbarschaften. Das sieht so aus, dass zum Beispiel im Projekt FAN in Kapfenberg die Bedürfnisse der Jungfamilien, der schwangeren Frauen erhoben wurden, um in dieser Lebensphase möglichst gut und gesund leben zu können. Wir wollen da in den von uns geförderten Projekten als Ergänzung zu den frühen Hilfenprogrammen mitwirken. Ja, die frühen Hilfen sind ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass man gemeinsam politikfeldübergreifend Lösungen auch im Gesundheitsbereich vorantreiben kann. Die frühen Hilfen sind ein ganz wichtiger Bestandteil der Kinder- und Jugendstrategie der Sozialversicherung und leisten einen ganz wesentlichen Beitrag, länger leben in Gesundheit. Die Kindheit gilt als entscheidende Phase, in der sozial bedingte gesundheitliche Ungleichheiten verhindert werden können. Wenn man schnell reagiert, dann kann man nachher viel Leid ersparen. Und daher ist es wichtig, gerade bei Kindern zu beginnen, die Chancen zu verbessern. Das ist sehr ökonomisch, bei den Kindern Chancen zu geben, dann brauche ich nachher nicht Mängel teuer ausbessern. Im Durchschnitt für jeden Euro, den man investiert, kriegt man einen gesamtwirtschaftlichen Nutzen von 6 bis 17 Euro zurück. Also das sind sehr beeindruckende Zahlen, sehr große Zahlen. Frühe Hilfen investieren in die Zukunft der österreichischen Gesellschaft. Sie minimieren nicht nur die Belastungen des Gesundheits- und Sozialbudgets, sie tun vor allem dem Menschen gut.